Das hier, das ist meine alte Lampe. Und wisst ihr, was ich mit dieser alten Lampe bald tun werde? Die alte Lampe, die werde ich entsorgen, wegschmeißen oder wie das heißt. Und wisst ihr, warum ich diese alte Lampe jetzt wegschmeißen konnte? Weil ich jetzt eine neue Lampe habe. Die leuchtet sogar. Die funktioniert und so. Weil, wie die meisten von euch wissen, ist ja meine alte Lampe, die hier rumliegt, kaputt, also funktioniert nicht mehr. Und deswegen habe ich jetzt diese Lampe. Vielen Dank an den Zuschauer, der mir diese eBay-Kleinanzeige mitgeteilt hat. Für diese Lampe. Weil diese Lampe hat nur 7 € gekostet. Und hier, wie die meisten von euch wissen, bin ich ja letztens zum Baumarkt gelaufen und wollte mir eine neue Lampe kaufen. Aber da war nur Zutritt für Gewerbetreibende gewesen, hier wegen diesem Lockdown oder wie das heißt. Und an diesem Tag wusste ich doch gar nicht, dass ich dort doch reingehen kann, weil ich habe ja so einen Nachweis, dass ich gewerbetreibend bin. Und ich hätte da eigentlich einkaufen können, aber genau an diesem Tag dachte ich, dass das nur für Handwerker gilt oder so. Aber naja, egal. Jetzt habe ich diese Lampe und diese Lampe werde ich benutzen. Und das sieht voll cool aus. Ich bin da zufrieden mit, weil hier das leuchtet warm und orange und sowas. Orangetönend. Und das sieht viel besser aus, wenn ich dann hier rumsitze und ja, hier Film tue. Und hier, ich habe vorhin an eine Glerze geschnitten. Extra damit ich diesen ganzen Gewicht von diesen Haaren nicht tragen muss und hier viel mehr Luft im Kopf reinkommt und sowas. Damit das leichter ist und so. Weil diese Haare die nerven und stören und sowas. Das ist voll cool, ich mag das. Hier, eine Powerbank. Oh Scheiße, mein Licht ist zu fett. hier, eine Powerbank oder wie das heißt. Ich glaube, das war eine Amazon-Wunschlisten-Mitbestellung gewesen. Vielen Dank. Die kann ich voll cool gebrauchen, wenn ich mehrtägig wandern gehe. Und dann hier als zusätzliche Powerbank. Damit ich, keine Ahnung, eine ganze Woche unterwegs bin oder so. Zur Sicherheit, damit alle Akkus voll bleiben, wenn ich so lange draußen bin. Weil ich habe momentan nur zwei Powerbanks. Und die sind nach 5 Tagen oder so leer oder 4. Sehr gut, freut mich. Erstmal Fräspause.
Boah, was Blaues. Hier, vielen Dank. Eine weitere Amazon-Mitbestellung. Aber hier ist auch kein Zettel drin. Hier, Socken. So, ich habe diese Socken jetzt zur Probe angezogen. Und die scheinen gut zu passen. Und hier. Ich hatte diese Socken, so eine ähnlichen Socken, also mit derselben Form zumindest. Und das dahinter hier dran. Das hatte ich auch in anderen Läden geschaut, aber nicht gefunden. Und die sind ein kleines bisschen dicker als diese ganz dünn. Und diese ganz dünn, die sind scheiße zum Wandern. Wenn man ganz, ganz lange wandern geht. Und deswegen ist mir das, wollte ich Socken haben. Die erstens gute Luft durchlässt und nicht zu dünn sind. Und ein Zuschauer hatte irgendwie kommentiert gehabt, dass ich mir welche in die Amazon-Wunschliste reinpacken sollte. Aber ich weiß wirklich gar nicht mehr, was unter was für ein Videokommentar es mal war. Vielen Dank für die Socken. Ich glaube, das ist hier mein Spannbettlaken in Schwarz. Hier. Dasselbe, was ich hier drauf habe. Vielleicht noch mehr schwarze Farbe. Weil je älter das hier wurde, ich habe davor zwei, aber die wurden beide immer älter, desto mehr ausgebleicht und sowas ist das. Und deswegen wollte ich einen neuen haben. Den hatte ich auch in die Amazon-Wunschliste reingepackt. Sehr vielen Dank für die Mitbestellung. Und da steht auch kein Name drauf. Und hier, dieser Spannbettlaken, der sieht aus, als wenn er noch mehr schwarz ist. Das mag ich. Das finde ich voll cool. Ich mag das. Ja. So, ich habe diesen neuen Bettlaken mit noch mehr Schwarz dran. Also mit noch mit Schwarz, was dunkler ist dran. Hier, da drauf gemacht. Und ich habe gerade Probe gelegen. Und ich muss auf jeden Fall sagen, dass der Stoff viel mehr cool dran hat. Der fühlt sich hier hochwertiger und weicher an und sowas. Finde ich gut, gefällt mir. Das hier, das ist immer noch Bettlaken mit diesem dunkleren Schwarz dran. Diesen Paket freue ich mich richtig. Hier, wie heißt das Ding nochmal? Dieser Mikrofon für meine Scheißkamera. Dieser externe Mikrofon. Extra damit,
wenn ich draußen filme oder so, damit weniger Rauschen kommt, Rauschgeräusche, wegen Wind und sowas, wegen Windschutz und so. Und vielleicht kommt besserer Sound raus, wenn ich den anschließe. Und hier, und wenn dann besserer Sound draußen kommt, dann hören sich meine Videos besser an. Das heißt, es ist für uns alle gut, wenn die Qualität dann noch stärker gestiegen wird. Ich werde erstmal dieses Mikrofon aufmachen. Genau, ich glaube, das Mikrofon ist direkt hier drin verarbeitet. Und damit ich dieses Mikrofon, dieses externe Mikrofon auch an meiner Kamera wirklich anschließen kann, musste dann noch so ein Adapter her. Und ich meine zu wissen, dass das irgendwie auch mitbestellt wurde. Ebenfalls großes Dankeschön. Und ich vermute, dass das hier drin ist. Das ist ein paar Tage später auch noch angekommen irgendwie. Das heißt, ich werde diesen hier jetzt auch aufmachen. Das ist auf jeden Fall notwendig. Dass ich dann diesen dann direkt hier, dieser Mikrofon dann direkt benutzen kann. Oh ja, das ist das. Sehr, sehr vielen Dank an den Zuschauer, der mir das zugesendet hat. Jetzt kann ich meine Kamera so richtig soundtechnisch aufrüsten und euch mit besseren und rauscharmen Sound-Videos machen. So, jetzt hier dieser letzte ein Brief und kein Fanpaket. Freue ich mich auch drüber. Dieser Brief wird jetzt erstmal geöffnet. Aber bevor dieser Brief geöffnet wird, wollte ich Bescheid sagen, dass dieser Brief bei mir im Briefkasten gelandet ist. Das heißt, dass der Zuschauer irgendwie meine Adresse hat. Ich bitte jeden Zuschauer drum, meine Adresse niemals zu veröffentlichen. So, jetzt werde ich diesen Brief, da steht hier Weihnachtspost drauf. Öffnen und gucken, was drin ist. Fröhliche Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Vielen Dank. Freue mich, dass du an mich denkst. Ui, hier 20 Euro gefunden. Vielen Dank für die Spende. Auf dieser Postkarte steht drauf: Moin Natururin, frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank auch für die Videos, die immer lustig sind. Dietmar. PS, Adresse bleibt streng geheim. Dankeschön, Dietmar. Dir auch ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hätte mit einer solchen Postkarte überhaupt gar nicht mit gerechnet. Hab mich gefreut, vielen Dank. Der nächste Einkauf ist gesichert. So, ich habe mich sehr gefreut über die erneute großzügige Fanpost. Wobei das meiste alles Amazon-Mitbestellungen war. Aber das kann ich alles auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Und vielen Dank an jeden, der sowohl mich als auch meinen Kanal unterstützen tut. Und hier, heute Aufnahmetag. Ich wollte eigentlich das Fanpost-Öffnen-Video am Montag machen, aber weil ich noch auf ein Paket gewartet habe, das allerdings noch nicht angekommen ist, noch einen Tag länger gewartet hatte, ist heute ein Dienstag. Und nur damit ihr Bescheid wisst, ich werde jetzt ab morgen über eine Woche lang weg sein. Und ich habe da so ein paar Videos vorproduziert. Und wenn ich weg bin, dann will ich das Mikrofon vorerst noch nicht benutzen, sondern erst, wenn ich wiederkomme. Nur damit ihr Bescheid wisst, dass die nächsten paar Videos noch nicht mit dem neuen Mikrofon aufgenommen werden.
sondern erst die darauf folgenden, also Anfang nächsten Jahres. So, ich werde jetzt dieses Video beschneiden gehen und ich hoffe, dass ich das morgen, bevor ich losfahre, fertig bekomme und schon planmäßig hochladen kann. Extra damit, damit jetzt die nächsten Tage keine zu große Lücke zwischen den Videos kommt. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer verschissener Natururin.